Revolution, das sind gesellschaftliche Veränderungen, die in kurzer Zeit passieren. Also, und es ist lustig, also wenn die Leute über Revolution sprechen, dann sprechen sie meistens über was Vergangenes. Also 1789, Französische Revolution, 1917, Russische Revolution, 1968, sexuelle Revolution, Studentenrevolution, in Wien die Uniferkelei. Wer kennt's? Ja. 1996 die Internetrevolution, 2006 die iPhone-Revolution, 2011 die Bubble-Tea-Revolution, 2012 die Frozen-Joghurt-Revolution. Letztes Jahr war so ein Waffelgeschäft auf der Lerchenfelder Straße. Ja. Das hat in Wien-Neubau für ziemlich viel Unruhe gesorgt. Ja, also weil, aber eigentlich sind ja Revolutionen was Zukünftiges. Also die Revolutionen kommen ja erst. Aber mit uns Bobos ist es so ein bisschen schwierig. Also wir lassen uns nur sehr, sehr schwer hinter einen politischen Wagen spannen. Ich habe so das Gefühl, in meinem Freundeskreis ist das so die beliebteste politische Bewegung gerade das Tiny House Movement. Kennt ihr das Tiny House Movement? Ja, da drüben lachen ein paar. Das Tiny House Movement kennt man vor allem von Facebook. Da kann man es liken und gewinnen. Und naja, das Tiny House Movement ist halt so diese absolut mehrheitsfähige Idee, Häuser zu bauen auf 10 Quadratmetern und die dann diese Häuser herumzuführen. Und ein Leben voller Abenteuer zu leben. Und hat auch zugegebenermaßen sehr viele Vorteile. Also für so ein Tiny House brauchst du halt irrsinnig wenig Baumaterial. Und auch so die Heizungskosten sind sehr gering. Aber das hat halt auch damit zu tun, dass Tiny Houses nur auf Facebook existieren. Ja, Tiny Houses. Übrigens, Fun Fact, Tiny House, das Tiny House Movement ist eine politische Bewegung, die ihren Ursprung in Wien genommen hat. Also wer so hinterm Museumsquartier, bei der Burggasse, da gibt's das kleinste Haus Wiens. Da ist dieser Uhrmacher drin. Und das Haus ist, glaube ich, schon 1856 gebaut worden. Das ist einer der seltenen Fälle, wo so wirklich so revolutionäre Bewegungen von Wien ausgegangen sind. Naja, jedenfalls, also ich habe so das Gefühl, dass die Revolution, dass die so relativ bald kommt und habe deswegen so immer so ein bisschen das Gefühl, man könnte sie verpassen. Weil ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich schaue zum Beispiel am Wochenende nicht jeden Tag auf derstandard.at. Und da kann es schon sein, dass man mal so größere politische Umwälzungen verpasst. Deswegen habe ich sowas entwickelt wie Revolution FOMO, also Fear of Missing Out, eigentlich FOMOR, Fear of Missing Out of the Revolution. Und es ist eigentlich mein Albtraum. Also ich stehe auf an einem Sonntag im Frühling und mache einen Spaziergang in Hitzing und gehe da so vorbei an lichterloh brennenden Vorgärten und ich weiß von nichts und denke mir halt so, oh, die Grillsaison beginnt aber früh. Und dann gehe ich halt so in den ersten Bezirk und gehe beim Graben entlang und die ganzen Schaufenster sind eingeschlagen. Und ich denke mir, oh, das schaut aber schön melancholisch aus. Das ist was für Instagram. Und fotografiere es irgendwie so, Hashtag Broken Windows. Und erst, wenn ich dann halt so auf dem Heldenplatz gehe, bei diesem Pseudo-Ersatzparlament, das wir da haben, und gehe dann hinter das Parlament und dann da beim Volksgarten, bei diesem Eisenzaun, da sind halt die Köpfe von der Regierung aufgespießt. Also Sebastian Kurz,
daneben der Kickel und die Hartinger Klein. Und das ist dann so der erste Moment, an dem ich mir denke, halt so, wow, what is happening? Und sagt es halt dann auch so laut. Und dann so ein Passant sagt dann zu mir, ey Josef, weißt du nicht, dass wir Revolution haben? Und ich sag dann halt, ja sicher. Natürlich. Habe ich auf Twitter gelesen. Ja, aber es ist eigentlich so ein wirklicher Albtraum von mir. Und das ist ja auch das so mit der Revolution, ist gar nicht so lustig eigentlich. Also halt so, also ich glaube gerade unsere Generation wird schwierig haben in postrevolutionären Zeiten. Weil, also postrevolutionäre Depression, it's a thing. Also das ist auch passiert, jetzt wird es ein bisschen educational, das ist auch passiert nach 1917 in Russland. Also die Bolschewiken haben das Winterpalais eingenommen und haben dann erstmal 10 Tage lang die ganzen Weinvorräte vernichtet. Aber dann, als dieser ganze Geist der Revolution vergangen ist, da sind sie dann irgendwie traurig geworden, weil sie halt so enttäuscht waren, weil sie halt von diesem ganzen revolutionären Wirren, also von dieser abenteuerlichen Zeit, haben sie halt zurück müssen in ihr langweiliges, prosaisches Leben. Und sind halt daraufhin depressiv geworden. Und ich habe halt so das Gefühl, dass es uns halt vielleicht ähnlich geht. Also weil wir sind ja dann in postrevolutionären Zeiten, sind wir halt so konfrontiert mit den neuen Menschen, mit den revolutionären Subjekten, die ohne Kapitalismus aufwachsen, ohne Homophobie, ohne Rassismus, ohne Patriarchat. Und also die halt total chill drauf sind eigentlich. Und ich habe so das Gefühl, dass wir dann die Arschlöcher sind. Und ich habe jetzt so das Gefühl, dass wir dann diese ganzen dummen Sachen machen müssen. Also zum Beispiel halt irgendwie Geld einsammeln für ein Gemeinschaftsgeschenk zum Geburtstag. Dass wir dann halt irgendwie, also wir gehen zu so einem revolutionären Subjekt hin und sagen halt so, du, wir haben ja für die Maria gemeinsam dieses Laserschwert gekauft. Und du hast gesagt, du zahlst einen Zehner dazu. Und dieser neue Mensch, das revolutionäre Subjekt, sagt dann zu mir, Josef, sorry, aber es ist nicht mehr Kapitalismus. Es gibt kein Geld mehr. Und ja, und dann zischen sie halt ab in ihre klitzekleinen Tiny Houses. Und ja, und mir bleibt dann eigentlich nur übrig, dass ich dann halt so passiv-aggressiv werde. Und dann sag, es ist leicht super, wenn das WC neben dem Herd steht oder so. Keine Ahnung, das war nur meine postrevolutionäre Fantasie. Vielen Dank. Dankeschön.